gar nichts tun können. Ich war... Herrgott, war das eine mühsame Suche. Was willst du von mir? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Wieso bist du geflohen? Wo sind deine Spießgesellen und warum hast du den Banditen getötet? Was? Gut, eins nach dem anderen. Wieso hattest du es so eilig zu fliehen? Weil ich dachte, dass sie zurückkommen und mich töten. Wer? Na, diese Banditen natürlich. Um sich für die Ermordung ihres Freundes zu rächen? Ermordung? Ich hab keinen getötet. Gott ist mein Zeuge. Ich suche deine Spießgesellen. Wo sind sie? Die Köhler? Die sind drüben beim... Nicht die verfluchten Köhler. Ich meine deine Räuberfreunde. Das sind nicht meine Freunde. Die hätten mich fast getötet. Hab einen erkannt und dachte, sie kommen zurück und... Erkannt? Wen? Rede! Ich kenne seinen Namen nicht. Weiß nur, dass er aus Uschitze ist und hinkt. Was kannst du mir über ihn sagen? Woher kennst du ihn? Hab ihn in der Uschitzer Schenkel gesehen, beim Würfeln und Saufen. Und? Ich weiß, dass er in einem Haus am Dorfrand wohnt. Das ist alles. Hab nie mit ihm geredet. Warum hast du den Banditen getötet? Welchen Banditen? Ich hab niemanden getötet. Das gehört dir, oder? Hab ich beim Gestüt aus einem toten Banditen gezogen. Ist mein Hufkratzer, aber erstochen habe ich keinen. Dieser Kerl nahm ihn mir weg. Welcher Kerl? Weiß nicht, wie er heißt, aber er ist aus Uschitze und humpelt. Ein Hinkender aus Uschitze. Das ist nicht viel, aber es wird wohl reichen. Mehr weiß ich nicht. Hab nie mit ihm geredet. Jetzt erzähl mir genau, was passiert ist. Und lass nichts aus. Das ist eine lange Geschichte. Keine Sorge, ich langweile mich nicht. Also gut. Ich wachte mitten in der Nacht auf, weil ich pissen musste. Also bin ich wie immer im Dunkeln nach draußen. Nur war da was, das dort nicht sein sollte. Zuerst dachte ich, es wäre nur ein Lichtspiel. War es aber nicht. Und dann war es zu spät. Sie liefen an mir vorbei. Ich dachte, es sind Pferdediebe. Ich wollte schreien, aber hatte Angst, dass sie mich töten. Ich wartete, bis sie weg waren und schlich mich davon. Doch dann... Begann das Gemetzel? Genau. Ich dachte, sie würden die Pferde stehlen und wegreiten. Aber dann begannen sie, die Leute abzuschlachten und Feuer zu legen. Und es war schrecklich. Die Hölle auf Erden. Und dann? Es schien mir, als ob es einigen von ihnen auch nicht gefiel. Sie begannen zu streiten und ein paar rannten dorthin zurück, wo sie hergekommen waren. Direkt auf mich zu. Und ich hatte einen Hufkratzer in der Hand. Also hast du den ersten abgestochen? Nein. Er rannte mich über den Haufen und ich fiel zu Boden. Für jemanden mit einem Hinkebein war er ganz schön schnell. Er sagte, ich soll mich verstecken, wenn mir mein Leben lieb ist. Dann hat er sich davon gemacht. Ich tat wie geheißen und versteckte mich. Dann lief der Rest der Bande vorbei. Und dann? Ich hielt mich weiterhin versteckt, falls der Hinkende aus Uschitze zurückkommt. Als ich mich endlich hervortraute, war es schon fast hell. Was ist mit den anderen? Ist dir irgendetwas aufgefallen? Weiß nicht, es könnten 8 gewesen sein. Und 2 waren richtige Brocken. An mehr erinnere ich mich nicht. Weißt du, worüber sie sich stritten? Ich habe nicht alles gehört, aber ich schätze, einige von ihnen wollten nur stehlen und niemanden töten. Klingt furchtbar. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Hätte ich doch geschrien. Vielleicht... Hättest du geschrien, wärst du jetzt tot. Und genützt hätte es sowieso nichts. Trotzdem. Du hättest nichts tun können. Was ist mit den anderen? Weiß nicht. Das war alles. Ich weiß alles, was ich wissen wollte. Ich lasse dich in Frieden. Warte! Was ist mit mir? Würdest du mir helfen? Vielleicht. Worum geht es? Ich möchte zum Gestüt zurück, aber die Halsabschneider, die mich töten wollen, sind noch irgendwo. Hilfst du mir? Ich bin ihnen begegnet und habe sie aus dem Weg geräumt. Wirklich?
Das ist toll, aber... Was? Ich habe Angst, zum Gestüt zurückzukehren. Immerhin bin ich weggelaufen und Gott weiß, was Sie davon halten. Ob Sie hier wieder mit mir reden? Ich könnte Sie fragen, wenn es dir wichtig ist. Das würdest du tun? Ihren Respekt hast du bestimmt. Immerhin hast du die Schurken erledigt. Hey, du Bastard! Was schleichst du hier herum? Wir hatten hier schon genug Probleme wegen Gesindel wie dir. Überfälle, Vergewaltigung, Mord. Aber damit ist jetzt Schluss, Freundchen. Blut wird fließen. Was? Hast Schiss, oder? Leck mich doch! Du wirst leiden. Kunda! Yeah. Oh. Mehr hast du nicht drauf? Geht noch gar nicht richtig los. Warte, lass uns doch kurz reden. Worum geht es? Ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst.
Die feinsten Waren zum unschlagbaren Preis. Ich weiß nicht. Ist es womöglich Diebesgut? Schau an, wir sind aber misstrauisch. Nein, bloß vorsichtig. Also auch weise. Ich nehme dich auf den Arm, Freund. Natürlich ist nichts gestohlen. Na gut, zeig mir dein Angebot. Wie du wünschst. Was spielst du hier mit einer Waffe rum? Ich habe Rotschopf gefunden. Er bat mich zu fragen, ob du ihn wieder aufnimmst. Und warum sollte ich? Gott sei mit dir, Heinrich. Er könnte schuld am Tod meines Mannes sein. Was? Weshalb sollte er sonst geflohen sein? Die Männer sagten, er war nicht im Bett. Er hatte sicher kein reines Gewissen, weil er den Halunken ein Zeichen gab. Nein. Er floh, weil ihn einer der Angreifer erkannte und er fürchtete, dass der zurückkommen und ihn töten würde. Alles nur Ausreden. Das würde der Angreifer nicht wagen. Aber sie kehrten am selben Tag zurück. Wäre er nicht geflohen, hätten sie ihn und alle anderen getötet. Wieso hätten sie das tun sollen? Willkommen, wieso nicht? Heinrich. Sie hatten bereits einige ermordet. Wieso nicht ein paar mehr? Und ich soll ihn jetzt wieder aufnehmen? Was, wenn sie wegen ihm zurückkommen und dabei eine meiner Töchter töten? Die zwei Halunken, die ihn verfolgten, sind tot. Und die anderen haben keinen Grund zurückzukehren. Und was, wenn doch? Ich nehme ihn nicht zurück. Willkommen, Heinrich. Ich verstehe deine Bedenken. Bitte doch Herrn Hanusch darum, hier eine Wache zu postieren. Ein paar Stallburschen mögen die Banditen angreifen. Einen bewaffneten Mann kaum. Mir wäre sehr viel wohler, wenn jemand ein paar Tage Wache halten würde. Dafür kann gesorgt werden. Herr Bernhard hat sicher nichts dagegen. Nun gut. Rotschopf darf zurückkommen.
Sie greifen uns an! Du kannst zurückkehren. Es war Schwerstarbeit, sie zu überzeugen. Also mach bitte keinen Ärger. Hab Dank. Ich würde dir gerne etwas geben, aber ich habe nichts. Außer, wenn du jemals bei Neuhof vorbeikommst, zeige ich dir ein paar Kniffe mit den Pferden. Guten Tag. Ich habe von Rotschopf erfahren, was geschehen ist. Dann raus damit! Rotschopf floh, weil er einen der Banditen erkannte und fürchtete, dass sie zurückkommen, um ihn zu töten. Hallo, nun, er hatte recht. Sie haben nach ihm gefragt. Wen hat er erkannt? Seinen Namen wusste er nicht. Einen hinkenden Kerl aus Uschitze. Gut. Da du schon so weit gekommen bist, kannst du dich auch in Uschitze umhören. Wir haben hier genug zu tun. Herr Ratzig wird dir mehr dazu sagen. Er will dich sehen. Also los, wenn du noch nicht bei ihm warst. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Mein Herr, ich konnte eine Spur finden, die zu den Banditen führt. Ausgezeichnet.
Bernhard berichtete mir bereits davon, aber ich möchte es aus deinem Munde hören. Alles oder nur das Wesentliche, Herr? Du entscheidest, was du für wichtig hältst. Rotschopf, einer der Stallburschen aus Neuhof, floh von dort und versteckte sich bei ein paar Köhlern. Ich muss sagen, von denen gibt es dort viele. Ich hätte nie gedacht, wie viele Öfen und Eisenschmieden sie beliefern müssen. Wohl wahr, aber bleib bei der Sache. Ja, Herr. Ihn zu finden war nicht leicht. Er hielt sich versteckt und das aus gutem Grund. Die Banditen wollten ihn töten, weil er einen von ihnen erkannt hatte. Erzählte er dir, was geschehen war? Er sagte, es war nicht eine Bande, sondern zwei. Die einen bekamen Angst, als das Gemetzel begann. Sie wollten wohl nur Beute machen und stritten mit den anderen Banditen. Sie gerieten im Wald aneinander und dabei wurde einer getötet. Der Rest verstreute sich. Konntest du herausfinden, wohin? Einer von ihnen ist aus Uschitze. Ich weiß genug über ihn, um ihn aufzuspüren. Gut, aber die Halsabschneider kennen ihn sicher auch. Wenn sie sich rächen oder ihn zum Schweigen bringen wollen, musst du ihn zuerst erreichen. Lass alles stehen und liegen und folge seiner Spur. Finde heraus, was er weiß und erstatte mir Bericht. Ich reite zu unserem Lager nach Merhoyet und kümmere mich um die Sicherheit der Region. Ja, Herr. Weshalb nach Merhoyet? Es liegt im Zentrum der Ereignisse, nicht wahr? Außerdem befindet sich dort ein weiteres Gestüt. Herr, glaubst du, sie werden das noch einmal tun? Das bezweifle ich. Alle sind jetzt in Alarmbereitschaft. Die abgelegenen Dörfer sind leichtere Ziele. Dort leben nur wenige Menschen, die auf ein großes Gebiet verstreut sind, und wir können nicht alle beschützen. Aber dort werden die Banditen kaum Silber vorfinden. Ein, zwei Groschen finden sich immer. Und etwas Essbares. Außerdem, wie viel Silber hat ihnen das Abschlachten der Pferde eingebracht? Wohl wahr. Sie hätten sie stehlen und verkaufen können. Das waren gute Tiere. Richtig. Es geht also nicht um Silber, sondern um etwas anderes. Aber um was? Um Angst. Sie wollen Angst schüren, damit niemand einen Mucks macht oder die Hand gegen sie erhebt, wenn sie kommen, um zu morden. Angst, die einen erstarren lässt. So wie ein Hase im Angesicht eines Habichts erstarrt. Unfähig, etwas gegen den drohenden Todesstoß zu unternehmen. Ich habe Neuigkeiten über die Untersuchung, Herr. Gut, sprich. Die Spur führt nach Uschitze. Einer der Banditen kommt von dort. Sie nennen ihn den hinkenden Heinz. Verstehe. Was noch? Mehr konnte ich nicht herausfinden, Herr. Nun gut. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas Neues erfährst.